extra halt angezogen, weil ich mir gedacht habe, extra halt. Ihr dazu haben wir ein bisschen Applaus, oder meine Damen und Herren? So schaut's aus. Ja, danke schön. Und jetzt, liebe Claudia Westner, unsere erste Vorsitzende, darf ich dich bitten, dass du ein paar Worte der Begrüßung richtest. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Staatsministerin, liebe Spargelkönigin Nathalie, sehr geehrte Gäste und sehr geehrte Pressevertreter. Als Vorsitzende des Spargelerzeugerverbandes Südbayern freut es mich sehr, dass Sie, Herr Ministerpräsident, sich heute die Zeit genommen haben, mit uns die bayerische und für uns natürlich besonders die Schrobenhausener Spargelsaison offiziell zu eröffnen. Vielen Dank, dass Sie da sind und ein herzliches Grüß Gott. Es freut uns außerordentlich, dass auch Sie, Frau Staatsministerin, sich die Zeit für dieses besondere Ereignis genommen haben. Vielen Dank und ein herzliches Grüß Gott natürlich auch an Sie. Herzlich willkommen heißen möchte ich natürlich auch unsere amtierende Spargelkönigin, Nathalie die Erste. Sie wird den offiziellen ersten Spargelanstich der Saison 2024 vornehmen. In Vertretung des Oberbürgermeisters der Stadt München begrüßen wir die Stadträtin Frau Katrin Abele und in Vertretung des Stadtrates der Stadt München die Stadträtin Frau Gabriele Neff und besonders die Frau Kommunalreferentin Christina Frank. Aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen grüßen wir den Landrat Herrn Peter von der Grün und als Namensgeber unseres königlichen Gemüses Schrobenhausener Spargel begrüßen wir auf Herzlichste den Bürgermeister der Stadt Schrobenhausen, Herr Harald Reisner, sowie von der Stadtverwaltung Schrobenhausen, Herrn Thomas Zaun. Ein herzliches Grüß Gott geht auch an den Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Pfaffenhofen, Herrn Peter Heinzelmeier. Uns freut es sehr, dass wir wieder Gastköniginnen begrüßen dürfen. Schrobenhausener Spargel, fränkischer Wein und bayerische Kartoffeln, das gehört einfach zusammen. Aus diesem Grund ein allerherzlichstes Grüß Gott an die fränkische Weinkönigin Lisa Lieritter und an die Vorsitzenden des fränkischen Weinbauverbandes, Herrn Arthur Steinmann. Ebenso an die bayerische Kartoffelkönigin Anna Fischhauber. Ein herzliches Grüß Gott auch an unsere ehemalige Spargelkönigin Annalena, die vor 2 Jahren schon einmal hier auf dem Viktualienmarkt war und mit unserem Ministerpräsidenten und unserer Staatsministerin die Saison eröffnet hat. Gerade zu Ende der Corona-Pandemie das erste Mal ohne Maske, kann ich mich noch erinnern. Ist schon lang her, ja. Ein herzliches Willkommen an die Vertreter des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Herrn Dr. Jörg Hirsche und Frau Michaela Ach, ebenso wie an die Vertreter des Pressereferates des Ministeriums. Ebenso willkommen heißen möchte ich den Leiter der Agentur für Lebensmittel, Herrn Anton Kreitmeier, und den Leiter des Instituts für Ernährungswissenschaften und Märkte, Herrn Peter Geiger. Und von amtlicher Seite den leitenden Landwirtschaftsdirektor vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Pfaffenhofen-Ingolstadt, Herrn Christian Wild. Es freut mich als seine besondere Nachfolgerin auch ganz besonders, dass mein Vorgänger, unser Ehrenvorsitzender Herr Josef Plöckel, auch wieder den Weg zu uns gefunden hat. Schön, dass du da bist. Von Seiten des Bayerischen Bauernverbandes, die Kreisobmänner und Kreisbäuerinnen der Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen und Eichach-Friedberg sowie die Vertreter des Referates des Bayerischen Bauernverbandes für Obst- und Gartenbau, Herrn Patrick Schaal. Ein besonderer Gruß gilt auch an den Herrn Lochbieler und sein Team vom Wirtshaus der Pschor, vor dem wir hier am Viktualienmarkt stehen. Es ist schön, dass wir wieder da sein dürfen und dass bei der Saisoneröffnung immer so herzlich empfangen und unterstützt werden. Hierfür ein herzliches Vergelt's Gott. Ein besonderer Gruß und ein herzliches Vergelt's Gott geht natürlich auch an die Schrobenhausener Bank, heute vertreten durch den Herrn Klaus Misch. Die Schrobenhausener Bank sorgt mit ihrem Sponsoring für ein Auto dafür, dass unsere Spargelkönigin immer zu den Events fahren kann. Also vielen, vielen Dank dafür. Für die musikalische Begleitung sorgen heute die Hohewarter Musiker. Auch an euch ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass ihr da seid.
durch den heutigen Vormittag führt uns unter Moderation. Ja, der hat schon klatschen. Ja, der hat für einen klatschen. Dadurch wird es ein bisschen lockerer. Die Nervosität nimmt etwas ab. Durch den heutigen Vormittag führt uns hier in der Moderation der Herr Ulrich Städele, den ihr bereits kennengelernt habt. Servus und vielen Dank, dass du da bist. Sehr gerne sogar. Für uns heute ganz besonders wichtig, die zahlreichen Vertreter der Presse, die hiermit aufs Herzlichste begrüßt sind. Wir hoffen auf eine positive Resonanz bei der Berichterstattung, denn gerade die heutige Saisoneröffnung für den Schrobenhausener und Bayerischen Spargel ist ein wichtiger Termin im Bayerischen Frühling. In diesem Sinne freut es mich, dass Sie alle die Zeit genommen haben und so zahlreich gekommen sind und wünsche uns allen heute einen gelungenen, hoffentlich trockenen Vormittag, eine schöne Veranstaltung und anschließend eine gute und gesunde Spargelsaison 2024.